Ist heute ein schöner Tag im November. Zwar alles grau und neblig, aber ist eigentlich nicht unangenehm. Und relativ milde Temperaturen, 5 Grad. Und ich habe mal gedacht, viele Leute fragen mich, wie sie fitter werden können, wie sie mit Sport anfangen sollen oder können. Und ich habe mal gedacht, der beste Schritt zu einem fitteren Leben, und dass man auch sportlich wird, ist, dass man mit kleinen Schritten anfängt. Und ich glaube, ein perfekter erster kleiner Schritt ist, einfach täglich oder regulär zu laufen. Sagen wir, man nimmt sich 30 Minuten oder 45 Minuten, aber man macht das regelmäßig und man geht raus, Wald, Wiesen oder auch wenn man in der Stadt wohnt, nimmt man sich eine Lieblingsstrecke und läuft. Natürlich, wenn man einen Hund hat, ist es wesentlich einfacher, weil dann muss man ja raus. Aber sonst das regelmäßige Laufen ist schon mal der erste Schritt und dann kann man ja die Zeit, dieses Zeitfenster von sagen wir mal 30 Minuten, 45 Minuten konstant halten und dafür schneller laufen. Oder natürlich, man kann auch mit dem Fahrrad für eine halbe Stunde fahren und dann immer schneller fahren. Und so wird der Körper schon fitter, als wenn man jetzt zu Hause sitzt oder vorm Computer sitzt und rumsurft und noch dazu was isst. Ein regelmäßiger Spaziergang finde ich keine schlechte Idee und kein schlechter erster Schritt zu einem gesünderen und fitteren Lebensstil.